Okay, und Hallöchen, Leute. Willkommen zurück bei Crash Team Racing. Das ist jetzt der dritte Part. Genau, der dritte. Ich nehme immer noch auf. Ich habe gar nicht aufgehört. Ich denke, das ist auch gut so. So verliere ich wenigstens die Lust nicht. Ich habe also auch immer noch nicht dazu gefunden, endlich mal wieder Crash Team Infinity anzufassen, ey. Ich werde es aber auch gleich im Anschluss machen. Das ist der letzte Part, hundertprozentig. Und dann zocke ich einmal wieder Crash Twins mit Tiki. Dingo Canyon ist eigentlich eine geile Strecke wieder. Einfach mal vorbeigezogen. Und dann habe ich dein Mädchen betrogen. Was? Ich habe dein Mädchen betrogen? Das macht keinen Sinn. Ich muss aber sagen, dass ich viel besser bin. Ich komme mit den sinnlosesten und ärmsten Rhymes und dann sage ich, dass ich gern hier bleib. Was? Ich rhyme und bleibe und das ist die Scheiße. Was? Ey, komm. Dingo Canyon, ey, Dingo Canyon. Du musst mit dabei sein, Dingo Canyon. Und alle werden da high sein. Das ist los. Nein, ich höre auf hier zu singen. Leute, worüber könnten wir reden? Ich hatte eigentlich ein Thema bis vorhin noch. Jetzt ist es wieder abhanden gekommen. Warum auch immer. Was war das nette Thema nochmal? Es war gut. Ich war echt beeindruckt eigentlich vom Thema, dass mir wirklich so ein Thema eingefallen ist. Wir könnten ja weiter über Spiele reden, wie schlechte Spiele doch heutzutage sind. Also heutzutage sind die Spiele echt schlecht, muss ich schon mal so sagen. Wenn ich mir die ganzen Spiele angucke, die sind einfach nicht mehr mit Liebe gemacht. Far Cry, Crysis und wie sie alle heißen, ey. Werden von der Masse übelst gefeiert, aber sind am Ende übelst für den Arsch. Hier kommt Tiger. Bandicoot Power! Ja, Bandicoot Power hilft mir auch nichts, wenn ich nicht Erster werde. Ja, und jedenfalls, wenn ich mir dann wirklich die alten Klassiker angucke, wie zum Beispiel White 9, die ganzen Crash-Spiele für die PlayStation halt noch, die sind mit Liebe gemacht, oder halt die ganzen alten Mario-Spiele, die sind ja auch richtig geil. Oh, ich vermisse es richtig. Vor allem, wenn man sich dann wirklich mal überlegt, wurde sich noch Gedanken gemacht über eine Story, beziehungsweise um eine Story, wie man es halt aussprechen möchte. Und in der heutigen Zeit einfach nur, ja, Weltkrieg. Wie Weltkrieg? Ja, das ist unsere Story, es geht um den Weltkrieg. Alles klar. Aber hatte das nicht die und diese Person schon? Ist doch egal, die Leute merken das nicht. Ja, so läuft es. Das zieht sich doch die ganze Zeit nur so rum, das ist doch einfach nicht schön. Klar gibt es einige Ausnahmen in der heutigen Zeit, wo die Spiele noch in Ordnung sind. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Batman, Arkham City oder Arkham Asylum, beides Top-Titel. Parkour gelangweilt von blöden Schnecken, die langsam fahren. Ja, ich auch. Parkour will viel Action und zeigen allen Leuten, dass Parkour ist weltbester Fahrer hier. Parkour so schnell. Siehst nur seinen Staub. Alles klar, Yoda. Au! Dumm, dumm, dumm. Wo sind wir? Warum haben wir aufgehört zu reden? Zu labern? Keine Ahnung. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich weiß zwar noch das Thema, aber egal. Papu. Das kann ich über ihn sagen. Er ist Mediziner, hat sehr viele Tränke, mit denen er uns jetzt penetrieren wird. Das wird sehr spaßig. Ja, toll. Und der ist auch noch vorne. Klasse. Wir versuchen es einfach mal. Junge. Ich bin... Überein, schon wieder dieser blöde Ausdruck. Wow! Was ist das für ein Ausdruck? Wo kommt der her? Kommt der aus irgendeiner blöden Serie? Papu gewinnen! Der muss es doch irgendwo hergeben. Junge am Arsch. Ich muss mir mal am Kopf kratzen. So, besser. Yay. Und jetzt noch an der Nase. Was ist denn jetzt los hier? Ah, jetzt geht's. Sehr schön. Und trotzdem kann ich hier fahren, als wäre ich der Beste. Ich bin ja auch der Beste. Und das wirst du bald sehen. Und dann werden alle sagen, LP, den müssen alle sehen. Nee, ganz bestimmt nicht. Junge, ja, ich bin aggressiv, ist mir egal. Papu gewinnen!
Oh, der ist daneben gefahren. Papu gewinnen! Papu gewinnen, kannst auch noch einen anderen Spruch, Junge! Was? Du Penner! Du Penner, die ganze Zeit wirst, aber wenn ich dann ganz knapp hinter dir bin, Alter, dann zeigst du dein wahres Gesicht und dann legst du die einfach auf den Boden. Alter, ich dreh durch. Komm, den kriegen wir. Den kriegen wir. Problem sind jetzt gerade nur wirklich seine ganzen Scheiß Tränke machen es nicht möglich, ihn zu treffen. Alter, wie gezielt kannst du werfen? Oh Mann, 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 Mann. Mann. Oh, was? Wie viele wirfst du denn jetzt noch? Komm, komm, komm. Ich habe keinen Bock, den nochmal machen zu dürfen. Oh, jetzt habe ich das Ding auch noch da nach oben gelegt. Nein! Werf doch einfach die blöden Dinger durchgehend. Oh. Ja, das war's. Hab's nicht geschafft. Darf ich also nochmal ran, außer ich krieg ihn jetzt noch. Wie knapp es doch war. Mann, ey. Okay, er ist gut. Er ist echt gut. Und gerade wegen seinen scheiß Tränken, die er wirklich werfen oder legen kann. Los, weiter geht's. Oh, ich bin der Beste. Und weiter geht es. Ich bin der Beste. Warum kriegen wir eigentlich immer hier am Anfang drei Raketen? Alter. Ich brauche schon mal. Weißt du nicht? Ah, verdammt. Dingens hier. Ja, sehr schön. Ich brauche mehr Wumper. Früchte. Früchte. So, jetzt kriege ich aber hier nochmal 5, oder? Komm, bitte 5. Oh, sogar noch mehr. Oh, scheiße. Komm. Oh, schub den. Ich sag den Mixer, ja? Das habt ihr alle gehört. Leute, den Mixer hier. Immer starte ich den Mixer während der Let's Play-Aufnahmen. Oh Gott, ich werde das bestimmt nicht rausschneiden. Ich werde es rausschneiden. Ich sagte Mixer, damit wir hier wissen, was ich gesagt habe. Mixer, also der Whisky-Mixer und was der Barmann braucht, genau. Was der Barmann nicht kennt, das frisst er nicht, was? Ja, schub mich an. Weißt du nicht? Jetzt würde ich dich jetzt vorbeilassen, ey. Du kannst auf meinem Podest stehen als Beilage auf für mein Essen. Oh, er ist so schnell. Das ist einfach nur unfair. Normal. Oh, wetten, sobald er jetzt vor mir ist, der kleine Penner. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da hinten. Oh, wir haben's. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ah, la, la. Geizig bleibt geizig. Ey, Einzeller ist Einzeller und wird kein Zweizeller. Nein, denn das ist nicht logisch. Was? Egal. Fäkalien. Komm, wir reden nicht über Fäkalien. Nein. Was glaubt ihr, was hat Papu Papu für Fäkalien? Oh Gott. Oh. Und da haben wir jetzt auch den zweiten Schlüssel. So. Oh. Papu nicht sehr gut heute. Papu vielleicht nicht genug gefrühstückt. Nein. Du bist schnell für so klein. Ein Schlüssel für dich. Oxid, viel größeres Problem. Nicht so groß, aber eher viel mehr böse. Oh ja.
Muss ich nochmal kurz gucken. Von da bin ich gekommen. Heißt, ich muss in diese Richtung. Entschuldigung, dass ich so leise war. Ich habe mit mir selbst gesprochen und habe gebrochen. Das mache ich gerne abends. So zwischen 1 und 2 Uhr. Das müsst ihr nicht wissen, aber es ist schön, dass ich es gesagt habe. Von da kamen wir. Hundertprozentig sind wir von da gekommen. Jetzt muss ich zugeben, ich habe ein Zugleben und da muss ich um den Zug reden. Das ist ein Leben um Zug und ich habe gerade genug und mein Arsch fürs Blut. Das ist wirklich ein Let's Play mit Fäkalien. Und das macht euch so Spaß. Ey, ich darf wirklich, wie Benji schon sagte, bald hier vor meinen Let's Plays noch einen Zettel machen mit hier Let's Play ab 18 Jahren. Ey, das ist doch nicht wahr. Ja, lade schneller. Geht doch. Blizzard Bluff. Ah, schöne Strecke. Weil ich sag dir sowieso, dass die ganzen Strecken schön sind. Was, kein Turbostart? Ja, ganz minimaler Shortcut. Am besten ist das wirklich, wenn man halt schon 10 Äpfel hat und dann vielleicht auch noch ein leichtes, kopfloses Toupet. Was? Ein kopfloses Toupet? Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend. Ich hab feinen Schmecker am Start und die lecken den Arsch von Dingo Dai oder Papu Papu. Ich muss sagen, ich trinke gerade ein Kapu und dann muss ich sagen, dass ich dich schlagen muss. Ich rede gerade Schluss, hör mir mal lieber nicht zu und ich singe. Warum singe ich überhaupt? Ich will hier ein ernstes Let's Play machen und nicht singen. Leute, es reicht mit dem Singen, ganz ehrlich. Ich werd gleich wieder singen. Weil ich merke, mir fällt nichts ein, was ich sagen soll, singe ich wieder. Ich weiß es einfach. Komm, ich beschwere mich jetzt einfach die ganze Folge jetzt noch drüber, warum ich gleich wieder anfangen werde mit singen und dann am Ende des Parts sage ich, hey, ich hab's ja doch geschafft, ohne zu singen. Na, wollen wir es mal versuchen? Okay, los, ey, das ist doch nicht wahr. Leute. Oh, die gute Maske hier. Nein, ich hab nicht gesungen. Das ist nicht wahr. Ich bin nicht verarscht. Nein, ich hab nicht gesungen, obwohl die Musik gerade schon wieder dazu verleitet. Und das werde ich also nicht tun. Ich werde einfach nur im Takt reden. Also wenn ich schwäch gesang und ich lecke dann nichts von dir ab. Denn ich hab ein dreckiges Bierfass, ja. Das macht mir Spaß. Im Tierpark habe ich letztens mit deiner Mama gekuschelt. Sie ist ein Affe und du bist der Affensohn. Und das habe ich schon mal gesagt. Ey, ich lebe mit deiner Mutter im Park und da haben wir uns getroffen. Es war vor ein Jahr. Ja. Ich muss schon sagen, meine Reime sind die besten von den Let's Playern hier. Muss ich aber wirklich mal aufhören mit singen, das ist nicht gut. Ansonsten natürlich das erste komplett musikalische Let's Play, das wäre auch was Lustiges. Wirklich jetzt die ganze Zeit nur alles durchsingen und dazu alles gut kommentieren. Tieren, ich mag es, ich mag's mit Tieren. Was? Glückwunsch! Nein! Du gewinnst eine Trophäe! Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich weiß es nicht, die haben, was glaube ich, die Zwillinge, Kommando Joes Herausforderung. Ich glaube, die waren zu zweit, ich bin mir aber nicht sicher. Zu zweit wie meine Auspuff-Dinger da. Ja, ich habe zwei Auspuff-Piffe, sagt man Auspuffe, oder? Auspüffe? Schreibt es in die Kommentare. Auspuffe oder Auspüffe? Oder Auspuffs? Oder zwei Auspuffs? Auspuffs, aus... Nein. Und die Drachenminen sind voll schwer. Ja, da muss ich schon sagen, die Drachenminen sind doch ein bisschen schwerer. Ist auch die die Boss Stage aus diesem Bereich gegen Commander Joe. Commander Joe fand ich damals als Kind übelst geil. Ich war traurig, dass man den in keinen der ganzen Crash-Teilen spielen darf.
Im Gegenteil, man muss immer gegen die kämpfen. Ah. Dim, 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 dim. Ich kenne die Strecke kein Stück mehr. Hier konnte man, glaube ich, irgendwie auch abkürzen. Aber das war immer nur mit Glück verbunden. Ah. Ich habe auch überlegt, mal ein paar PC-Spiele vielleicht zu Let's Playen. Nicht nur die ganze Zeit PlayStation 1 Spiele. Ich meine, PlayStation 1 Spiele sind schon sehr cool. Aber mit PC-Spielen ist es toll, denn die Grafik ist auch gleich viel besser. Das müsst ihr einsehen und dann werdet ihr einsehen, der ein Let's Play zu einem PC-Spiel macht. Und das ist toll. Ja, ich bin ja auch toll, also seh es ein. Denn wenn ich schreie, dann platzt dein Brei. Dann platzt dein Brei. Ja, ja, ich weiß, was ihr jetzt dachtet, was jetzt kommt, aber das kommt nicht. Was? Ey, ich nehme mir echt jede Kiste weg. Das ist echt nicht schön so. Wenn ich die so hochwerfe, landet sie auch. Sehr schön. Ah, ganz knapp. Tiger gewinnt. Gib mir die Kiste. Oh Mann, ey. Leute, das ist doch ein bisschen heikler hier, das Level. Nein, gib doch Gas. Ah, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Ich hab jetzt mit... Ey, das war dumm. Es tut mir leid. Ich wollte die Abkürzung versuchen. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich werde diese Abkürzung nie wieder versuchen. Oh, Mann, ey. Das vom Ziel vor allem. Hätte ich nicht, glaube ich, automatisch von hier nochmal neu starten? Ja, komm. Tut mir leid. War doof. Und das in der letzten Runde noch zu versuchen, war noch dümmer. Oh, es ging ja schon los, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich werde jetzt auch extra nichts singen. Für das ganze Rennen lang, hä? Ist das ein Angebot? Nur damit ihr mir wieder verzeiht. Also, wir sehen ja schon, es ist so eine kleine Mine. Um genau zu sein, die Drachenminen. Und mir klaut man immer noch jegliche Kiste. Ich könnte ja wirklich sonst noch gewinnen. Und gewinnen ist ja nicht gut, wie wir alle wissen. Also mache ich hier ganz normal weiter. Ich lasse mich gar nicht anmerken, dass es sich anhört, als würde ich singen. Nein, das mache ich nicht. Ich renne im Klapp für dich durch. Nein, komm, soll ich renne nicht im Klapp rum. Ich fahre Crash. Ich fahre mit Crash in meinem Crash Team Racing Let's Play, was übelst für ein Arsch ist. Ich merk's gerade schon. Tut mir auch wirklich leid. Und sowas stelle ich wieder auf YouTube. Und die Leute werden sich denken, was ist dies nun? Oh. Ich sag mal so, also fahren kann ich ja. Und solange ich fahren kann, ist es auch in Ordnung. Ich muss halt nur irgendwas Sinnvolles labern und nicht immer nur singen. Gut, manche werden sich denken, oh, es ist auch lustig, wenn du singst, mach weiter so. Aber das ist einfach nur dumm. Okay. Also wenn ihr doch irgendwie... Ich glaube, für Let's Plays Together bin ich besser geeignet. Weil da kann ich mich unterhalten. Das macht mehr Spaß, als hier irgendwas aus dem Stand aufzugreifen und zu labern. Hey, guck mal, eine Bohrmaschine. Richtig große Bohrmaschine. Ah. Oh, ich finde diesen Commando Joe übelst cool. Er hat auch ein... Ich weiß nicht, ob ich es gesagt hatte, auch einen Auftritt in Crash Bash. Da ist er auch übelst cool. Ah, jetzt haben wir es auch geschafft. Das ist sehr schön. Würde ich sagen... Ja, was sage ich denn? Laden. Ich fahre in den Laden mit meinem Pocketbike. Mit meinem Pocketcar. Gibt es eigentlich Pocketcars? Das sind doch seine Bobbycars dann, oder? Ansonsten gibt es doch keine Pocketcars. Oder es sind halt... oh, wie heißen die jetzt? Ich weiß nicht auf den Namen. Gott, wie heißen... Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Oh, ich... Glückwunsch. Ich bin zuerst im Part, wenn ich das jetzt wieder weiß. Tut mir leid, ich werde erst im Part, wenn ich es weiß. Ich fahre jetzt in der Zeit noch ein bisschen rum. Wie hießen die denn? Go-Karts. Go-Karts, genau. Go-Karts, das ist ja sowas dann wie ein Pocket-Car, würde ich sagen.
Gut, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten... Boah, ich muss ausstoßen. In der nächsten Folge. Wir haben keine Ahnung, wie viel Prozent. Ich guck mal kurz nach, damit ihr auf dem Laufenden seid. So, wir haben... Wie viel Prozent? Ja, 22%, das ist doch schon sehr viel und das im dritten Part. Also Leute, ich denke, ihr seht schon, das Spiel ist wirklich schnell geschafft. Wir sind ja auch schon im dritten vom vierten Bereich. Ja, also bis dann. Tschüss. Juhu.